Ich zittere immer noch, weil er so geil ist. Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Liebe Damen und Herren, ich bin so ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute ist die Fantasy Basel. Oder besser auch gesagt, Comic Con, wie auch immer. Und zwar werde ich und Lana angehen. Ich werde als Harry Potter von Slytherin, also besser gesagt als Slytherin Person, als Schulmädchen gehen. Lana wird als Harley Quinn gehen. Und 10 ist der Eintritt jetzt, der ist gerade aktuell. 7.44 und ja genau, also wir werden uns das parat machen. Und dann würde ich euch weiter zeigen, dann, wie wir vorgehen. Ich denke, ich werde meine Haare so hinten zusammenbinden, so zu einem kleinen Rostschwänzchen so. Und ja, dann muss ich mir noch schminken und das alles Zeug. Ja, also ja, ich war ready mit meinem Make-up, genau. So sieht das aus, ich habe jetzt so Strümpfe angelegt. Den Mantel würde ich noch anlegen, das würde ich noch runter machen, bekommt es heiß hier innen. Die Lana ist eigentlich auch sozusagen ready. Ja, dann würde ich sagen, wie hört sich. Also, wir sind jetzt in Basel. Wie ihr seht, stehen sehr, sehr... Ja, wir werden nachher reingehen, aber wir möchten uns noch zuvor noch kurz sehen. Und ja, yes, wir sind hier. Wir haben es geschafft. Es hat ein kleines Problem gegeben. Ja, es hat anscheinend nur ein Ticket gegeben. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach Annie. Also nur ihr ist halt irgendwie zählt. Und ich habe halt keins gehabt. Dann haben wir jetzt zum Glück so Bänder bekommen. Es war mega nett gewesen. Ja, Lana hat einfach ein Geschenk bekommen. Ich habe ein Geschenk bekommen, weil ich in der Säcke bin. Ja, jetzt sind wir auf der Suche. Was machen wir jetzt? Nein, ich bin nicht anfangen heulen. Kannst du lange filmen, bis sie dann sagt, wir machen ein Bild. Bist du aufgeregt? Ja. Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist so wunderschön. Du bist so wunderschön. Ihr seid so wunderschön. Sieht so krass aus. Du willst ein Foto machen? Ja, gerne. Ich habe einfach mal zum ersten Mal Annie in Real Life gesehen. Oh mein Gott, das ist so... Ich zittere immer noch, weil er so geil ist. Und ich hatte eine Autogrammkarte. Ey, es ist so cool gewesen. Sie ist so herzig. Und ich muss sagen, irgendwie, ihre Stimme ist anders als auf den Videos. Irgendwie. Keine Ahnung, aber ist mir das irgendwie so aufgefallen. Schau dir das mal an. Es ist viel, viel größer als das letzte Mal. Es ist wirklich überall, kann man an. Ich werde das essen. Irgendwie habe ich Hunger, aber irgendwie nicht. Was wir haben jetzt gegessen? In denen sind Tintenfisch drin, die wir halt nicht gewusst haben. Und ja, ich will sie jetzt mitnehmen. Der ist jetzt gerade ein Säckchen holen. Und ja, dann nehmen wir es mit und dann gehen wir wieder hoch. Und ja. Ich habe gerade so viel Mal und Ja gesagt. Oh Gott. Aber im Fall Tintenfisch schmeckt man gar nicht so eklig, wie ich gedacht habe. Und ja. Honey. Also, es ist jetzt 20 ab 4 Uhr. Wir werden dann nachher dann, irgendwann gehen. Ja, genau. Ja. Das war sehr lustig. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann später von uns beiden. Genau. Wir sind schon länger zurück, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ich schaue immer die ganze Zeit das Video an, wo ich hier Annie einfach treffe, weil. Oh mein Gott. Es ist so etwas Schönes. Vor allem. Schaut euch mal das an. Weißt du, ich habe eigentlich mal vor, sie zu fragen, ob ich sie von Mama. Auch irgendwie zu sagen, so, okay, warte kurz, ich muss erst mal realisieren, dass du es bist oder so. Ey, ich habe einfach nicht das alles gemacht, was ich wollte. Aber ich bin normal bei der Nervosität, dass man so, eigentlich denke, man macht das und das, aber dann schlussendlich gar nichts von dem macht. Ich habe mir so, wie gesagt, so Ohren gekauft. Ich finde das so süß, ey. Ja genau, ich bin jetzt hier daheim, mache eigentlich nicht viel. Ich schaue jetzt irgendwie YouTube oder so. Das wird aber schön aufgehängt. Das ist so schön, ey. Schaut doch mal an. Ich liebe es einfach so. Also liebe, ich hoffe, dass der Vlog gefallen. Es ist eigentlich schon der nächste Tag, aber
Ich mache jetzt die Abmoderation. Ich will natürlich wieder an der nächsten Fantasy Basel wieder dabei sein, weil am 1.6. in 5 Tagen sollte, also mit heute, sollte unser Cosplay ankommen. Aber ich will nicht viel sagen, wer wir werden sein. Und ja, ich bin mega happy wegen dem Ganzen. Es hat mir so Spaß gemacht. Eben mal die Annie den Tag in Real Life zu sehen. Eben, eigentlich habe ich mal noch vor, sie zu fragen, ob sie möchte in mein Video reinkommen oder ob ich sie umarmen könnte. Ist aber nicht so geworden. Great Job habe ich gemacht. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch gerne ein Like da. Abonniert sehr gerne den Kanal für weitere Videos. Dann lasst euch ein bisschen Liebe da und dann würde ich sagen, man hört sich beim nächsten Video oder Vlog.